Hallo, ihr wunderbaren Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Herzlich willkommen zu den Top-Tagen im Januar mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Der Monat geht ja sehr gut los für euch. Ihr habt die meisten Planeten in Harmonie zu eurer Sonne stehen und außerdem hier Jupiter, den Glücksplaneten, und Mars dabei im ersten Haus. Also ihr geht auch kraftvoll in das neue Jahr und habt bestimmt jede Menge gute Tendenzen und gute Tage. Bis zum 18., aber auch danach noch. Am 18. geht allerdings dann die Venus aus der Harmonie heraus und in den Wassermann in einen Spannungsaspekt. Das kann aber natürlich auch sehr prickelnd wirken. Jetzt aber zu euren Top-Tagen des Monats. Und da habe ich für euch gefunden, Freitag, den 5. Januar und Samstag, den 6. Januar. Da haben wir eine sehr, sehr schöne Konstellation, weil der Mond hier diesen superschönen Harmonieaspekt aktiviert. Zwischen Jupiter, der Mond wird dann auch noch einen Aspekt zu Neptun bilden, das ist jetzt hier nicht angezeigt, aber während der Zeit wird er ja auch durch alle drei Dekaden laufen und diese schönen Harmonie-Energien in euren gesamten Zeichen verteilen. Und gleichzeitig sind auch noch Sonne und Venus damit eingebunden, also das ist eine Top-Zeit für euch, für die Liebe und dann hier die ganzen Planeten im dritten Haus, die euch halt auch sehr überzeugend machen. Da denke ich auch, dass ihr mit den richtigen Worten auch von jedem alles haben könnt, was ihr wollt. Und ihr könnt diese Tage nutzen für gute Kontakte mit euren Freunden, euren Freundschaften. Ihr könnt was Schönes für euch selber tun, ne? Weil ihr eben auch diese Kraftkonstellationen in eurem eigenen Zeichen habt. Ist auch toll, um anderen zu helfen. Vielleicht gibt es ja Leute, die noch völlig erschöpft sind von der Weihnachtszeit und die froh sind, wenn ihr mal mit anpackt. Oder eben auch, wenn ihr was Kreatives macht oder was schreibt, auch ist das auch eine ganz tolle Zeitqualität. Also 5. und 6. Januar, top. Und dann hat mir auch noch sehr gut gefallen für euch. Also wie gesagt, ne, habt ihr noch jede Menge mehr Top-Tage, immer wieder hier auch zum Beispiel Jupiter, Venus, Sonne, das wäre der 12. Aber mir hat auch noch sehr gut gefallen der 20. und 21., weil wir da nämlich den Mond in den Fischen haben und der aktiviert hier nochmal den Romantikaspekt des Jahres und ist bei euch im 5. Haus. Das ist die Lebensfreude und auch die Erotik. Und ihr habt dann auch eine umwerfende Ausstrahlung und seid im kreativen Fluss. Und wenn ihr einen Liebespartner habt, könnt ihr da auch ganz, ganz tolle Stunden der Erotik erleben. Und weil es ein Wochenende ist, der 20., 21., kann es auch einfach sein, dass ihr eingeladen seid und dass ihr was Schönes mit anderen erlebt. Also habt ihr dann auch wieder alle Möglichkeiten. Das waren eure Top-Tage im Januar. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn es hier neue Videos für euer Sternzeichen gibt. Und schaut euch bitte auch die kosmische Schwingung für den Januar an. Darin bin ich ausführlich auf die Konstellation des Monats eingegangen. Und in eurem Jahreshoroskop Teil 2 gibt es den Überblick von Januar bis Dezember 2018. Alles Gute mit den Sternen.